Ja, ich glaube ein bisschen. Es ist schön, dass wir ein paar Tage frei bekommen haben. Ja, aber ich glaube, wir freuen uns alle auf nächsten Mittwoch, wenn es wieder losgeht. Ich würde nicht sagen, dass es schwer ist. Ich finde, es macht Spaß, weil es ist mehr wie ein Schachspiel. Beide Mannschaften machen kleine Veränderungen in ihrer Spiele und Spielweise. Und ja, was wir dagegen machen können, ist es immer, ich finde, es macht sehr viel Spaß. Ich freue mich sehr, schon sehr. Es ist schon lange, seit ich in die Hauptfinale bin und auch in die Playoffs. Und ja, es ist einfach die schönste Zeit und ich genieße es auf jeden Fall. Ja, ich habe auch letztes Jahr es ein bisschen gewachsen lassen und es kommt ziemlich schön rein jetzt. Es kratzt ein bisschen immer noch, aber es geht auch gleich weg. Ich glaube, unser 5 gegen 5 und Unterzahl haben sehr gut funktioniert, alle 5 Spiele. Unsere Überzahl war einfach eine Komm mal drauf. Katastrophe. Wir haben viele Sachen probiert, hat fast gar nichts funktioniert, aber ich glaube, unter der Saison hat unsere Überzahl ganz gut funktioniert und wir gehen, glaube ich, wieder zurück auf was uns Erfolg gebracht hat. Und, ja, ich hoffe, dass es noch besser funktioniert im Halbfinale, weil es ist auch sehr wichtig, dass wir Überzahl Tore schießen können. Ja, ich habe nicht so viel mit den Young Guys gemacht. Die kämpfen alle, die wissen schon, was los ist. Und ich glaube, die haben alle sehr gut Spiele abgeliefert in den Viertelfinale. Zum Beispiel Max Eisenmenger und Lukas Kosia waren eigentlich unsere besten zwei Stürmer, die ganze Viertelfinale. Und der Fischi und Leon hat auch super Eishockey gespielt. Das ist, was wir auch brauchen. Einer von unseren Stärken ist unsere Tiefe im Kader. In Crimmitschau, die spielen nur mit 9 Stürmern. Fast alle 5 Spiele hat sie nur mit 3 reingespielt und wir mit 4. Und ich glaube, am Ende haben wir mehr Gas in der Tank. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Die zwei sind zwei von unseren körperlich stärksten Spieler. Und ja, was Yorkie macht, das ist nicht vielleicht kein schönes Eishockey, aber was er macht, mit die Schüsse zu blocken und sowas, das ist. Es ist einfach überragend. Und der Prafti auch, er gewinnt fast jede von seinen Bullies. Und wenn wir fast jede Wechsel mit die Scheibe anfangen kann, macht es auch sehr viel einfacher. Ja, ich glaube, es ist vielleicht eine kleine Überraschung, aber die haben auch sehr gutes Eishockey gespielt. Die haben die erste Reihe mit Knackstadt, Hürden, Delarue sind einfach überragend im Moment. Wir haben so einen Lauf, dass ich nie gesehen im Playoffs vorher gehabt, soweit. Die sind auch stark drauf jetzt. Ja, körperlich, ja, einfach fit zu bleiben, ist schon was in die Playoffs. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist Mentalspiel. Ob du gut oder schlecht spielst, es ist sehr wichtig, einfach nach vorne zu schauen und auf das nächste Spiel fokussieren. Und ob es gut oder schlecht war, das letzte Spiel abhaken, so schnell wie möglich. Riesenstimme in die Halle. Mehr kann ich nicht sagen. Ich freue mich einfach drauf.